Der tägliche Blick hinter die Kulissen der Bayreuther Festspiele wird Ihnen präsentiert von Meisels Weiße. Mach's auf deine Weise. Das sind hier in der Friedrich-Hölderlin und der Richard Wagner. Vielleicht sind Sie so nett und setzen einfach mal kurz Ihre Köpfe ab. Ah, der Vorhang kommt dazwischen, das kann passieren. So, da kommt schon ein beherztes Oh. Diese Köpfe, diese Herren spielen im dritten Aufzug eine ganz gewichtige Rolle. Wir wollen nicht ganz alles verraten, was da passiert. Die Leute sollen noch ein bisschen Überraschung haben. Herr Förster, Sie sind jemand, der hier schon ziemlich lange bei der Statisterie tätig ist. Haben Sie aber schon mal sowas gehabt, mit so einem dicken Schädel hier rumzurennen? Das ist absolut neu. Also das hat es noch nie gegeben. Und ich kann mich auch nicht erinnern, so eine anstrengende Rolle gehabt zu haben wie diese mit diesem Kopf. Weil dieser Kopf wiegt ja doch bestimmt 3-4 Kilo. Und wir haben den doch relativ lang auf, müssen uns da auch noch Körpereinsatz zeigen im vollen Umfang und ist schon sehr anstrengend. Die Halskrause ist höchstwahrscheinlich auch kein Spaß, ne? Nee, die ist als zusätzlicher Schutz gedacht, weil die Köpfe eben sehr schwer ist, damit man hier kein Schleudertrauma bekommt, wenn man mal stürzt oder Ähnliches. Statist, da fragen sich viele, ja, das ist ja eigentlich ein langweiliger Job. Man steht meistens nur rum oder muss ab und zu auch mal was machen. Sie müssen nur eine ganze Menge machen. Wird man denn da auch reich und berühmt mit oder ist das einfach wirklich hier eine Sache, die einfach nur Spaß macht? Also reich wird man bestimmt nicht, aber man wird vielleicht berühmt und es macht natürlich wahnsinnig viel Spaß. Das steht außer Frage und man ist ein kleiner Teil und da kann man schon stolz drauf sein, ja, doch, macht sehr viel Spaß. Neben Ihnen steht ein Kollege, der nun bezeichnenderweise sogar den Richard Wagner spielen darf. Ist das ausgelost worden oder wurde der Ihnen zugeteilt? Nein, der wurde mir zugeteilt und ich bin mehr oder weniger durch Zufall noch zum Meistersinger gestolpert als Ersatz für den letztjährigen Richard Wagner. Nun ausgerechnet der Richard Wagner auf dem Kopf, das ist natürlich hier in Bayreuth eine ganz besondere Aufgabe. Passiert denn mit dem Wagner auch was ganz Besonderes, ohne jetzt zu viel zu verraten? Eigentlich nicht. Also es ist jetzt nicht Außergewöhnliches, was mit den anderen nicht passiert. Sie sind zum ersten Mal dabei in diesem Jahr, haben Sie gesagt. Kribbelt es denn jetzt immer noch ein bisschen, wenn man an die Aufführung der Meistersinger denkt? Oder ist da auch schon durch die Proben jetzt eine ganze Menge Routine drin? Also wir haben sehr viel geprobt und ich denke mir, Lampenfieber gehört dazu. Ich glaube, das haben alle, egal wie oft sie schon dabei waren. Und ich denke, das ist natürlich bei mir auch noch ein bisschen der Fall. Gut, dann machen wir es, wie man es immer im Theater macht, sagt toi, toi, toi. Vielen Dank und dann alles Gute für den dritten Aufzug.